Obwohl, ob Muggibude so gut ist. Was haben wir hier? Wir haben den normalen Kampf, ne? Gegen? Oh, wieder gegen Salvador Punches. Der wird uns ja wieder den Arsch versohlen. Da gehe ich ganz fest von aus. Wir fangen hier an. Ja, vor allem, das sind zwei Gegner. Ich weiß nicht, wie wir da gegen zwei Gegner bestehen sollen. Bei aktueller Situation. So, gib alles. Reicht. Weil mit roher Gewalt wird das nichts. Also ohne Frage, das wird einfach nichts. Reichte bis 7 und dann machen wir hier noch ein bisschen. Ich will nochmal versuchen, das Geschick auf 4 zu bringen. Reicht. Oh, war ja. Jetzt müssen wir noch kurz mal nach Hause. Das war eng. Und dann hau dir mal so einen Kräutertrank rein und dann einmal essen. Oder noch ein zweites Mal essen. Nö, einmal essen sollte reichen. Und test your might fight. Ja, den würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir den tatsächlich in der ersten Runde, nachdem ich beim letzten Mal in der ersten Runde ja keinen Blumentopf gewonnen habe, hier mit dem Blocken, würde ich einfach mal wirklich voll auf die Schnauze gehen. Ja, guck mal, das sieht gut aus. Alter Schwede. Boah. 20. 29. Komm, einmal an, pusten noch, dann ist der erste weg. Dann haben wir noch einen zweiten. Denke ich. Alter. Yo, und gegen den zweiten werden wir gleich so einkassieren. Alter, wir kriegen nicht mal diesen einen weg. Wir kriegen jetzt noch echt... Alter. Ja, top, Alter. Mit 6 Leben. Ja. Mach mal. Ja, super. Ey, wieso? Wo kommt der jetzt her? Ey, sag mal, ist das jetzt irgendwie... Ich hab keine Ahnung. Ist das jetzt irgendwie... ein Bug oder soll das so? Ich meine, ich bleib auf Platz 2. Wer war denn der Zweite überhaupt? Keine Ahnung. So, bei den Werten, was machen wir? Wir müssen auf jeden Fall hier in der Gesundheit hochkommen. Können wir auch genauso gut hier ein bisschen trainieren gehen. Ein wenig Training. Weil der Tag ist eh gleich umme und dann, ja, toll. Ja. Okay, da ist er noch hoch auf 10, aber hier ist er halt auf 6 geblieben. Gehen wir da nochmal auf 7. Und bei Geschick nochmal auf 4. Ja, und dann Ultimate Fight, ne? Ich habe sonst keine Ahnung, was sonst jetzt sinnvoll wäre. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen im Ultimate Fight jetzt nochmal einen Blumentopf zusammen. Nee, warte mal, kannst auch hier an den Olden Punching Bowl gehen. Ist ja nur egal. Auch wenn wir auf 4 sind, aber ich will ihn ein bisschen höher ziehen. Reicht. Hallo? Stadtkarte? Dein Zuhause zu Fuß. 2-mal. Jo, sieht gut aus. Ja, nicht ganz. Gesundheit. Ja, wie viel haben wir? Wir haben genug über hier an Zeit. Das bedeutet, wir können dann noch mal ein bisschen pennen gehen. Hier regenerieren wir auch ein bisschen Gesundheit. Aber nicht so viel, das lohnt nicht, das reicht gar nicht. Ja, das ist natürlich Mist mit den beiden Tagen immer hintereinander, ne? In der Kampfliga oder in der normalen Kampfliga kriegen wir deutlich auf die Schnauze und dann fehlt uns die Gesundheit für den Ultimate Fight. Vielleicht lasse ich auch einfach übernächstes Mal einfach mal die normale Liga aus, trainiere ein bisschen mehr, einen Tag mehr oder so. Und setzt dafür mehr Zeit für die Kampfliga ein oder so. Was weiß ich. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Geschick. Würde ich jetzt sagen. Dass wir vielleicht ein bisschen geschickt nachziehen. Weil es bringt uns ja auch nichts,
wenn wir jetzt hier mit unseren Skills volle Palette reinhauen, aber die irgendwie immer daneben gehen. Yo. Das war schon mal nicht schlecht. So, Paddy Daddy. Paddy Daddy ist ja geil, Alter. Der Paddy Daddy, ey. Ey, komm, du hast fast volle Energie. Warum lässt du dich jetzt von ihm verprügeln? Okay. Einfach Vollgas, einfach gucken, was bei rauskommt. Jo, gewonnen. Nice. Sehr schön. 7 Talentpunkte dazu gekriegt und 150 Geld. Wir können sogar ein Talent skillen. Gut, wie gesagt, wir brauchen irgendwas. Ersetzt hoher Schlag, trifft nicht immer. Elbow. Verringert das Geschick deines Gegners. Das wollte ich ja haben. Nehmen wir den mit. Ach so, scheiße. Ja, das wären beide gewesen. Und ersetzt tiefer Tritt, okay. Kinnhaken. Achso, ersetzt Kinnhaken. Kostet dann aber auch nur noch 9. Was ist denn hier hinten jetzt weiter? Der Erschöpfer, Schlagmodifikator. Alle deine Schläge verursachen der Energie deines Gegners mehr Schaden. Quälende Schläge, Schlagmodifikator. Jeder Treffer von dir reduziert. Toll. Und Boxer erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass alle Boxtalente ihr Ziel treffen. Da brauchen wir ja gar nicht so viel ins Geschick gehen. Und wir müssen diesen Boxer. Weil das ist ja dann halt passives Ödl-Ding. Sportgeschäft zu Fuß. 150, dann haben wir alles. Dann sind wir voll ausgestattet. Oder gibt's was Neues? Nö. Dann sind wir zu Hause echt voll ausgestattet. Das ist in Ordnung, ey. Das mach ich mit. Das ist okay. Das ist gut. Wir müssen auch mal sehen, dass wir die Geschichte mit und um Adrian weiterkriegen, ne? Habe ich eben gerade mal so drüber nachgedacht, weil irgendwie die Geschichte muss ja auch irgendwie weitergehen. Nur da fehlt uns halt immer noch eine Blume. Da brauchen wir dann jetzt erstmal ein neues Gebiet wahrscheinlich. Tipp ich mal. Wann haben wir den nächsten Kampf? Achso, lass ihn erstmal hier machen. Lass ihn erstmal pumpen hier. Komm da mal wieder auf deine Zähne, Junge. Gut. Nee, das ist verkehrt. Hier wollte ich reingucken. Oh, das dauert noch ein bisschen, bis sie da hoch genug sind. Das wird noch ein bisschen dauern. Da gehe ich ganz fest von aus. So, die 10 haben wir. Wir könnten ja auch mal wieder mit Roy schnacken, ne? Dass Roy uns vielleicht beim Training unterstützt. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht mal am nächsten Tag oder haben wir am nächsten Tag... am nächsten Tag haben wir natürlich Kampfliga. Oh, halt, stopp. War zu viel. Es war zu viel. Dann mal ans Wing Chun nochmal ran. Ja gut, am Wing Chun gibt es jetzt nicht so viel Stärke zu holen. Aber immerhin auch die anderen beiden Werte. Geschick und Ausdauer. Ja, komm, gehen wir noch ein bisschen laufen hier. Ja, toll. Und dann nochmal laufen gehen. Die 7 möchte ich hier schon gerne haben und halten. Jetzt haben wir ja auch wieder gegen diesen dicken Bären da, ne? Gegen den ersten aus der Liga. Das Match. Reicht. Gehen wir mal pennen. Schön ausgeschlafen, schön ausgeruht. In den Kampf gleich starten. Oh, er hat Hunger. Na gut, dann gib dir. Gönn dir, Digga, gönn dir. Zweimal. Gut, Stadtkarte hierhin. Zu Fuß natürlich. Ja, ich weiß, dass ich besonders stark aussehe. Stark gegen die Wand gelaufen vor allem. Nur noch 10. 10 Geld. Nee, bevor ich irgendwelche Werte verliere, kämpfen. Komm, ist egal. Mr. Kekuse. Der hat 5, 6, 8. Der Elbow schwächt das Geschick.
kosten eine Elbow? 7, 8, 8, 16. Verursacht 18 Schaden, 11 Schaden. Ich nehme mal das Blocken raus, ich bin mal so dumm und mutig. Und gehe mal einfach wirklich volle Pulle auf. Weil jetzt blocken wir ja eigentlich. Ja, macht er irgendwie automatisch. Das Blocken hätte ich wohl gar nicht reinnehmen brauchen, oder? Ach toll, ich habe immer gedacht, dieses Blocken ist recht wichtig. Aber wie mir scheint, weicht er auch von alleine aus. Gut zu wissen. Kämpf nochmal. Beziehungsweise kämpfen wir mal weiter. Das letzte Mal haben wir ihn, glaube ich, in der ersten Runde K.O. gehauen, ne? Oha, da hatten wir auch diesen Ellbogen nicht drin. Da hatten wir, glaube ich, den hohen Schlag mit drin. Ja, okay, der Ellbogen, der trifft auch ein paar Mal, so wie es aussieht. So, ich würde sagen, in der dritten Runde machen wir den Sack zu. Jo, sei doch. Runde 3, Win. Sieg durch K.O. Ziel erreicht. Der Champion. Du bist der Champion. Großartig. Ja, und jetzt? Anfängerliga-Typ. Tabelle. Hm. Ja, ich bin doch jetzt der Champion, denke ich. Und nun? Wie komme ich jetzt in die nächste Liga? Handpads, Übungskampf, abbrechen. Nur abbrechen. Jo, keine Ahnung. Wieso steht dein Name denn nicht da? Du bist doch jetzt der Champion. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt, Achso, Zeit, Mick zu besuchen. Okay. Glückwunsch, Champ. Darauf habe ich lange Zeit gewartet. Leider kann ich dir deine wohlverdiente Belohnung nicht geben. Das ist okay, Mick. Ich werde die Profikarte im Playoff gewinnen. Die Medaille wird mir gehören. Halt. Da war eben... Einmal Geld verdienen. Einmal bei Onkel Bobo ein bisschen Geld verdienen. Und 100 Mücken kann man immer gebrauchen. So, Werkzeug und los geht's. Dauert halt immer einen kleinen Moment, aber okay. So, zack, 170 Ocken gemacht. Oder muss ich hier in der Kampfliga? Ultimate Fighters Playoff. Viertelfinale. Gegen Money? Nee, gegen Ruby. Ruby hat ziemlich viel Ausdauer. Eine Energieregeneration von 12. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Da ist Kampf morgen. Ich würde fast sagen, solange die Playoffs sind, werden wir die Ultimate Fights einfach mal auslassen. Und werden uns ein bisschen mehr um die Playoffs kümmern, beziehungsweise werden in der Zeit, solange wie die Playoffs sind, ziemlich hart trainieren. Also ich werde ihn da jetzt wirklich schröpfen und ans Ende bringen. Oh ja, das werde ich machen. So gut es geht halt. So, dann fangen wir hier mal an. Immer rein, Alter. Ich glaube, ich werde auch jedes Trainingsgerät, das da ist, werde ich ausnutzen. Apropos ausnutzen, nichts mehr zu trinken da. Halt, stopp. Ja, genau, geh mal ein bisschen laufen. Laufen tut auch gut. Tante Tribolo raucht erstmal eine. So, weiterlaufen. Tag 100. Also, warum ich da hier gegen zwei kämpfen musste in der normalen Liga, ist mir immer noch ein Rätsel. Achso, Ultimate Fighters wollte ich jetzt ja auslassen erstmal. Sondern trainieren, trainieren, trainieren. Und nochmal trainieren. Und noch mehr trainieren. Und trainieren. Kampf ist morgen. Genau, deswegen werde ich da auch nichts machen. Oh, oh, reicht, reicht, reicht. Scheiße, ich habe nochmal raufgeklickt. Hör auf, ist gut. Dann mach mal hier ein bisschen. Stärke. Pump dir deine Stärke hoch. Die Bank lasse ich gleich erstmal aus, bewusst, weil wenn ich mir den Hunger so angucke, werden wir noch zwischendurch nach Hause müssen. Und dann werden wir zu Hause noch die Bank ein bisschen weiter benutzen. Dafür gehen wir hier dann nochmal ein bisschen ran. Da gibt es von allem nochmal ein bisschen. Da kriegen wir den auf 8 oder fällt er vorher um für Hunger?